Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir hatten ja gesagt, wir fangen heute mal mit einem schweren Flashpoint an. Meister Flashpoint. Ja, ist schwer für mich, ja. Der kann als schwer definiert werden. So, wer mal entsprechend ist. Melden wir uns heute mal über den Gruppenfinder an. Der hat den Vorteil, wenn man alleine anmeldet, man wird mit drei anderen zusammengeschmissen, die im Idealfall Heiler und Tank dabei haben. Wobei der Tank doch im schweren Modus ist immer einer, also Meistermodus ist immer einer drin. Im Veteranenmodus muss keiner drin sein. Da muss auch kein Heiler drin sein. Da muss auch kein Heiler drin sein. Also es kann ziemlich eklig werden im normalen Modus. Aber wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auf die Fresse kriegen. Und wir haben uns erstmal für den einfachsten entschieden, die Black Talon, um erstmal zu gucken, wie es überhaupt ist. Wenn wir dann feststellen, ach, geht ja noch, ist ja easy. Dann werden wir einen anderen nehmen und ins Gesicht kriegen. Aber schauen wir erstmal. Den hier kennen wir in- und auswendig, da wissen wir, was passiert. Da sollte die Überraschung nicht allzu groß werden. Lassen wir uns überraschen im wahrsten Sinne. Also ich möchte mit unsere DDs erinnern. Hier steht ein Reparaturdroide. Ich möchte mit unsere DDs erinnern, wir haben einen Tank. Ich möchte bitte an unseren Heiler dran erinnern. Wir haben einen Heiler. Ja, dass ich mich dann wieder selbst heilen muss. Sind wir jetzt im Hardmode drin? Laut Anzeige, ja. Warte mal kurz. Aber nicht, aber... Ach, da, Meister Flashpoint, der Black Talon. Okay. Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin. Dieser Helm. Schalte den Helm aus. Sehr erfreut. Allerdings. Willkommen. Dies ist kein komfortables Schiff, aber für den Transport wird es ausreichen. Auf dem momentanen Kurs sollten wir das Ziel binnen eines Tages erreichen. Das dürfte kein Problem sein. Ach übrigens, euer Droide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Wenn mein Droide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am. Ehrenwache zu spielen, das ist ohne schöne Ausdrucksweise. Bei diesem bescheuerten Eingang. Kannst du mal das Ding da wegnehmen? Hört wohl oder was? Was? Hört wohl oder was? So minimal. Denk dran, ich kann nicht aus der Gruppe schmeißen. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Ich passe auf. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Nein, das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Das ist natürlich unangenehm. Da liegt ihr falsch. Lasst es mich erklären. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht.
Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff. Sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Ich kümmere mich darum. Wenn ihr recht habt, dann muss diese Sache erledigt werden. Es ist beruhigend, in diesem Zeitalter der Konflikte und Grenzstreitigkeiten noch wahre Patrioten zu finden. Wir sind auf Leute wie euch angewiesen, wenn wir den nächsten großen Krieg überleben wollen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brenthal Star. Doch versuchen einfach zu überzeugen. Willst du unbedingt helle Seite machen? Nö. Siehste. Das Ergebnis spricht wohl für sich. Halt! Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsic. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Zeit zu sterben. Blaster raus! Angriff! Angriff! Wir müssen sofort zur Brücke. Wie sofort das Schild ausgeht. Finde ich immer wieder lustig irgendwie. Was? Ja. Ich möchte nochmal anmerken, ein Hexer ist kein Tank. Ich kann ja nicht ahnen, dass schon die stinknormalen Nebenmobs ja austeilen wie ganz groß. Na nochmal, ich muss mal kurz ein bisschen zornig im Kreis rumgehen. Du kannst dann. Wenn so. Er mit Zorn nicht rumlaufen, ja. Fertig ist. Links, Ads. Okay. Das ist erneuern, wenn wir uns absprechen, können wir also auch so loslegen. Mir fehlen irgendwie Makros aus gewissen anderen Spielen. Ich hätte gern eins, was sofort auf den Tank statische Barriere okay. Wirkt. Jetzt. Rechts. Falls Sie sich um den Verlust von Leben sorgen, ich kann Ihnen versichern, okay. Der Tod aller verletzten Crewmitglieder wird strategisch unbedeutend sein. Gerne, du kriegst auf die Fresse. Ja, diesmal war ich unschuldig. Okay. Boah. Fuck, sorry. Dos, wo bist du? Ich steh da oben. Holla die Waldfee. Darfst nicht einfach so aus der Reichweite rennen, das kann schnell böse enden. Okay, kannst. Ich denke mal, ihr wisst so langsam, wie ich aussehe. Ich kann mein eigenes Namensschild mal abmachen.
Das sorgt für etwas übersichtlichere Kämpfe. Okay. Was haben wir da um uns rumleuchten? Das sieht ja lustig aus. Was? Das Grüne? Na, nee, hier waren gerade solche gelben Kästchen, die um uns rumgetanzt sind. Oh, da müssen wir ganz hart drum rollen hier. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Ich würde besser tun, was ich verlange. Hände weg von den Kontrollen! Ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Ich übernehme das, Lieutenant. Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Captain Orsic, ich habe gehört, ihr habt einen direkten Befehl von Gros Moff Kilran missachtet. Ja, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so brutal reagieren würde. Ihm muss sehr am Passagier der Brenthal Star gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Eine Selbstmordmission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Der Captain ist tot. Der Captain ist tot. Ruhe! Ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Was sollen wir tun? Könnte sich jemand um die Sauerei hier kümmern? Wir haben was zu erledigen. Und was ist mit... Ihr habt eure Anweisungen. Nach Artikel 27a der imperialen Militärvorschrift wurde das Kommando dieses Schiffes rechtmäßig übertragen. Neue Befehle werden auf ihre Konsolen übertragen. Priorität 1, die Brenthal Star abfangen. Bukhara, hört auf den Druiden und bereite den Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vor. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Die Kapseln sind nur Ablenkung. Feuer erwidern und auf die Energiegeneratoren zielen. Wenn sie beschädigt sind, wir aber nicht, sind wir im Vorteil. Lieutenant, Captain Silas, der Technikbereich meldet Blasterfeuer. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Das wird ein Spaß. Verdammt, das scheint ein Enterversuch zu sein. Wenn Sie im Technikbereich sind, könnten Sie das Schiff zerstören. Bei allem Respekt, ich schlage vor, ihr kommt Ihnen da unten zur Hilfe. Ich übernehme das. Ich gebe der Sicherheit Bescheid. Und keine Sorge, wir lassen den republikanischen Abschaum nicht entkommen. Die hat heute früh auch ein bisschen zu tief in die Schminkschatulle gegriffen, oder? Warnung, sekundäre Energiesysteme beschädigt. Unwichtige Systeme eventuell inoperabel. Also wenn ihr ein bisschen schneller wärt, hätten wir hier einfach durchreiten können. Wieder ein Bonus. Wow. Oh! Wir können ja zerlegen. Glaube ich, die erste Gruppe war ein bisschen böse und seitdem ist es. Da war aber auch ein Elite-Gegner dabei, ne? Ja, wahrscheinlich. Und ein Hexer, der getankt hat. Weil ich's kann. Offensichtlich ja nicht. Es hat niemand was von Überleben gesagt. Überleben gesagt, es ist nur tanken.
Tanken assoziiert, aber das ist... Nein, die Definition von Tanken ist die Aggro auf sich zieht. Das habe ich getan. Fürs Überleben sind die Heiler zuständig. Noch einer. Aber meinem Tank geht's gut, der hat kaum Zorn. Er kommt nicht dazu. Jetzt fallen sie ja wieder fliegen. Transporter der Gage-Klasse. Ich glaube, das habe ich auch schon 20 Millionen Mal angeklickt. Okay. Das ist Stufe stark gewesen. Kann irgendjemand hören? Hier spricht der Maschinenraum. Wir haben einen Notfall. Bitte melden. Die Droiden haben uns aus der Steuerzentrale ausgeschaltet. Sie sabotieren den Antrieb. Okay. Jetzt wird's gleich lustig. So, jetzt bitte an die DDs auch auf die Ads rechts und links achten. Ich glaube, die sind hier nicht ganz so lustig. Wenn die mich verarschen, die ganzen Ingenieure leben doch noch. Na dann los. Auf in den Tod. Spaß bei. Links Ads. Los, AI rein voll. Linke Seite ist gleich Party mit Druiden. Kommt Nachschub. Zwei davon gestunt. Von hinten kommt, glaube ich, gleich nochmal welche. Bundesmission Antriebsstörung? Was? Wie haben wir das geschafft? Kann man die Sabotage dann überhaupt zerstören? Das ist nicht, die nehmen ja überhaupt kein Ende. Ja, ich mache auf den keinen Schaden groß. Also es ist ein Witz, was ich an denen für Schaden mache. Irgendwie machst du da deutlich mehr. Klasse. Oh Mann, ich hab nichts mehr. Bin gleich weg. Ja, ich weiß. Hast Bubble. Ich heil mit. Ja. Die Sabotagesonden. Wenn die dich erreichen, machen die Schaden. 25.000. Also du darfst nicht stehen bleiben, wenn die kommen. So tanktechnisch. Och komm, echt jetzt. Den ganzen Weg normal latschen. Ist das eigentlich schon ein Boss? Weil da waren ja gar keine Dings dabei. Ja klar, wir sind im Hard-Mode, mein Guter. Ach stimmt, da war ja was. Also bitte nicht stehen bleiben bei den Dingern. Also diese Ads links und rechts, die kommen, die sind kein Problem für Sen und mich, die können wir wegbomben. Geht relativ fix und die kommen nicht zu groß Schaden zu machen. Aber die kommen ja kaum irgendwie drauf, auf den Boss Schaden zu machen, weil dauernd das komische Viehzeug kommt. Ja. Da ist mir noch nicht wirklich dazu eingefallen. Höchstens die CDs aufheben. Wobei er, wie gesagt, also der ist ja relativ gut runtergegangen und ja. Der Tank darf dann halt nur nicht stehen bleiben, sonst kriegt er Heilerprobleme. Also die 25.000 heile ich nicht permanent gegen, also irgendwo ist Schluss. Sag aber Bescheid, wenn es kritisch wird. Wie gesagt, ich kann mitheilen. Also wenn du merkst, es geht schneller runter, als es geht,
Ich habe ja nicht plus die Bubble, ich habe ja Heilskills. Ich habe auch 2-3 auf dem Aron geworfen gehabt dann, aber... Na gut, dann Versuch Nummer 2. Links kommen die ersten Sinn. Wenn sie überhaupt kommt, weil die sind... Ach doch, ich nehme schon, dass die kommen. Oder? Nö. Lol. Das ist ja dann natürlich noch viel entspannter. Erst die Zeit. Dinger kommen. Ja, ich seh's. Also kritisch wird's, wenn die dann hochgehen, die Viecher. CCDs. HT kommt. Warte mal, lass den mal leben. Ich wirbel den mal, weil ich habe festgestellt, immer wenn die du ihn tötest, kommt ein neuer. Wenn wir die einfach nur stunnen. Achtung, ich kann gerade nicht. Bubble raus. Und hot. Ena, kommt zu mir, Vorsicht. Ich bubble den mal weg. Okay. Lauf mal ein Stück. Scheiße. Ich hab einen Tank. Kümmere dich um die anderen. Ah, fuck. War denn das plötzlich? Das ist der Boss. Der teilt One-Hits aus. Es dauert zu lange. Sen, du musst die Sonden ignorieren. Meinst du? Ja. Wir brauchen zu lange. Der ist Enrage gegangen. Der hat uns alle gewonnen-hittet. Ja. Beiden. Gut, also ich habe noch 4 Minuten bis HT. Übrigens, du brauchst deinen nicht hochziehen. Wenn ich grenzenlose Macht ziehe, haben wir alle Cooldown. Das hatte ich nicht. Ja, weil wir haben ja alle den gehört, HT. Dass du das machst. Ich habe gesagt, zieh CDs. Ja, CDs ist für mich jetzt nicht HT. CDs ist für mich alles. Alle Cooldowns, okay, die ich habe. Also es gibt einen Enrage-Timer, schon mal gut zu wissen. Ja, also so, nur so kann ich es mir erklären, dass der auf immer One-Hits austeilt. Weil der ging ja die ganze Zeit gut zu tanken. Bis es dann plopp gemacht hat. Rep-Druide. 24.000 Rep-Kosten. Aller die Waldfee. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ist ganz zu viel mit 8.000. Also Leute, ihr seht schon, es wird deutlich lustiger. Wir haben jetzt gleich die erste Folge rum und immer noch nicht den ersten Boss gelegt. An alle guten Dinge sind 3. Okay. Krieg dich davon noch nicht anvisiert. Achtung, ich bin gleich weg. Wow, oh Gott. Kam nicht mehr dazu. Ich retz. Kümmer dich ums Heilen. Steh auf. Hast Schild. Hast Heal. Sabotagesonde auf dem Weg zum Heiler. Warte, das bitte schön gerade eben. Nur auf den Boss gehen, Sen. Ja. Ab und zu vielleicht mal einen Stun auf die Sonden raushauen, aber mehr nicht. Ich krieg gleich Aua. Sonne auf dem Weg zum Heal. Hast du mal eine Bubble für einen Tank? Gerade nicht. Gibt's nicht. Danke. Pass auf. Kehrt bitte zur Brücke zurück. Wir brauchen euch.
Boah, ist das ekelhaft. Wer liegt denn da am Boden? Kratz mal bitte. Beim ersten. Danke. Holen Tank. Boah, und das ekelhafte Bosse. Er scheint irgendwie auch mit immer mehr Schaden zu machen, weil am Anfang geht's problemlos und dann plötzlich wird's echt übel. Ja. Wart ihr gerade alle drei tot? Ja. Ja. Du warst der Letzte. Er hat sich gerade zu dir umgedreht, als deine Raketen eingeschlagen sind und du ihn getötet hast. Wieso hatten die kein Loot? Drecksack. Er hat noch nie Loot gehabt. Achso, stimmt, da war ja was. Gut, dann auf zur Brücke. Wo geht ihr lang? Stimmt, da war ja was. Ein komplett verpeilt, dass ihr unten nach Go geht. Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Euer Leben und eure Karriere hängen davon ab. Vor allem zweiteres. Großmoff Kilruns Abgeordnete sind zurück. Glückwunsch. Die Sicherheit berichtet, dass die Sabotagedroiden zerstört wurden. Ich brauche euer Lob nicht, Lieutenant. Nur eure Folgsamkeit. Ja, ja, natürlich. Wir haben die Was heißt hier? Ja, ja. Der nächste Angriff kommt erst, wenn wir auf Jägerentfernung sind. In 1 bis 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brentals Star. Na los, weiter im Text. Ich stelle die Nachricht sofort durch. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Ignoriert die Übertragung. Wir nähern uns weiter der Brentals Star. Verstanden. Halte Kurs und Geschwindigkeit. Die Brentals Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. So zerbrechlich wie Glas. Oder wie eure Knochen. Ganz wie ihr wollt. Eure Grundaggression nützt hier niemanden. Nicht einmal eurem Imperium. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brental Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Das werden wir noch sehen. Übertragung beenden. Bestätigt. Beende die Übertragung. Sind auf Jägerentfernung. Die Brental Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Gibt es einen Grund, dass eure Marines das nicht schaffen? Es sind einfach nicht genug. Und zusätzlich ist die Hälfte verletzt. Sie können euch den Rücken frei halten, aber mehr auch nicht. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brental Star könnte gefährlich werden. Aber Großmoff Kilran hat vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Na da. Nächste Folge? Ja, wir können uns noch ein bisschen begeben. Wir haben noch. Aber ja, essentiell. Ja. Also ihr seht schon, es ist deutlich schwerer. Ich hoffe, die anderen Bosse sind etwas angenehmer. Aber hab eigentlich wenig Hoffnung. Komm, wir haben immer am ersten versagt. Falscher Eingang. Nehmen wir den. Ich hab da mal einen Haken gemacht. Ups, jetzt bin ich aufs Dach geflogen. Du kannst natürlich auch gerne oben drauf mitfliegen, das ist kein Ding. Gerne. Aber
aber ich habe den Eindruck, dass je häufiger man vibet, die Bosse irgendwie einfacher werden, weil beim zweiten Mal kamen zum Beispiel die Ads nicht mehr. Das haben wir schon da festgestellt. Die kommen aber auch vor dem Boss eigentlich, jetzt den Boss noch gar nicht angreifen brauchen. ja. Gut, hätten wir das geklärt. Gut zu wissen, würde ich sagen. So Leute, also, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und hoffe ihr seid in der nächsten Folge beim Vipen wieder mit dabei. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.